Große Offensive, große Zweifel. Hat die Ukraine genug Unterstützer? Das ist unser Thema heute Abend an diesem Donnerstag um 22.13 Uhr. Guten Abend, liebe Zuschauer. Eine große Gegenoffensive soll die Entscheidung für die Ukraine bringen. Die Erwartungen sind hoch im Land und bei den westlichen Verbündeten. Und ausgerechnet die liefern immer noch zu wenig Munition und vor allem keine Raketen mit größerer Reichweite, die für den Erfolg der Ukraine so notwendig wären. Und vom Geheimdienstverrat in den US-Diensten erfährt der ukrainische Präsident Selenskyj aus der Zeitung. Volle Unterstützung und volles Vertrauen sehen offenbar anders aus. Große Offensive und große Zweifel. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn. Von den Grünen Jürgen Trittin. Die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf. Die Politikwissenschaftlerin Janka Oertel. Der ehemalige US-General Ben Hodges. Und ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt alle Gäste dieser Sendung noch mal ausgesprochen herzlich. Kiew, Moskau, Washington, Den Haag heute in aller Munde. Und Joe Biden will es noch einmal machen. Let's finish this job. I know we can. Der 80-Jährige hält sich immer noch für fit genug, die freie Welt auf seinen alten Schultern zu tragen. Sein Widersacher, Ex-Präsident Donald Trump, verspricht den Wählern wieder das Blaue vom Himmel. Wenn ich Präsident wäre, würde ich den Ukraine-Krieg in einem Tag beenden. Doch kann sich Europa auf Joe Biden verlassen? Im Wahlkampf wird er das Wohl Amerikas höher gewichten als das der Ukraine. Und das Leck im Pentagon hat Zweifel der Amerikaner am militärischen Erfolg der Ukraine aufgedeckt. Präsident Selenskyj ist verbittert. Ich bin vorab nicht informiert worden. Das ist schlecht und es schadet uns. Es ist nicht gut für den Ruf des Weißen Hauses und es ist nicht gut für den Ruf der Vereinigten Staaten. Der frühere US-General Ben Hodges nennt es selbsterfüllende Prophezeiung. Die US-Administration sagt nicht, dass die Ukraine gewinnen muss, was wiederum zu nur schrittweisen Lieferungen von militärischen Fähigkeiten führt, um tatsächlich zu gewinnen. Und Ben Hodges ist heute Abend bei uns. Der Reihe nach, Ben, der ukrainische Präsident wird selbst abgehört und er erfährt aus der Zeitung, dass es diesen Skandal bei den US-Geheimdiensten gegeben hat. Was ist das für ein Verhältnis? Ist das ein Vertrauensverhältnis? Nun, das ist natürlich ziemlich peinlich für die Vereinigten Staaten. Es ist auch peinlich für meinen Präsidenten. Aber diese Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine reicht so tief und es gibt so viel, was die Vereinigten Staaten schon getan haben. Und der Schaden durch diese Leaks war im Vergleich minimal. Ich glaube, dass Präsident Selenskyj durchaus recht hatte, so harsch und kritisch zu reagieren. Aber ich glaube, wir werden weitermachen. Sie sagen, wir haben Sie zitiert, Ben Hodges, Sie sagen, die USA müssten weniger am Erfolg der Ukraine zweifeln und sie mehr unterstützen. Warum war und ist die US-Regierung zögerlich? Das ist das größte Problem, dass mein Präsident und auch der Bundeskanzler, aber auch der britische Premierminister immer kurz davor Halt gemacht haben, klar zu sagen, dass wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Die Aufgabe Nummer eins für unsere zivilen politischen Führungspersönlichkeiten ist, klar zu machen, was das strategische Ergebnis sein soll. Und das fehlt noch. Und weil sie dieses Ergebnis nicht definiert haben, führt das dazu, dass wir nur Schritt für Schritt Dinge anbieten und auch Entschuldigungen finden dafür, warum wir keine Abrams-Panzer oder F-16 oder Langstreckenraketen liefern können. Der Schlüssel liegt darin, wirklich zu definieren, was das gewünschte Ergebnis ist. Und das Ergebnis sollte natürlich sein, dass die Ukraine gewinnen soll. Ganz praktisch zeigt sich dieses Misstrauen darin, dass diese länger reichenden Kurzstreckenwaffen nicht geschickt werden in die Ukraine, die aber dringend braucht, wenn sie beispielsweise die Krim befreien wollen. Ich glaube, dass die Bedenken des Weißen Hauses darüber, dass die Ukraine länger
also Langstreckenraketen gegen Ziele in Russland verwenden würde, dass das gegenüber Kiew klargemacht wurde. Und Präsident Zelensky sagte, okay, die werden wir so nicht verwenden, aber wir brauchen sie trotzdem, um die Krim zu isolieren und unhaltbar zu machen für die russischen Streitkräfte. Und ich glaube, dass wenn Präsident Zelensky das sagt und die Ukraine das dann nicht einhalten wird, dass die USA diese Art von Unterstützung sofort abschalten könnten. Das ist also, denke ich, kein wirklich legitimer Grund, diese Möglichkeiten der Ukraine vorzuenthalten. Ich glaube, es ist eher eine Entschuldigung, weil die Regierung nach wie vor nicht entscheiden kann, dass sie wirklich wollen, dass die Ukraine gewinnt. Katrin Eigendorf ist bei uns, ZDF-Korrespondentin in den verschiedensten Ländern der Welt, aber und auch vor allen Dingen in der Ukraine. Dieses Misstrauen der Amerikaner ist beschrieben und Zelensky ist darüber sehr zornig. Wenn Sie beschreiben müssten, wessen eigentlich größer ist, wie würde Ihre Wahl da ausfallen? Wer hat das größere Misstrauen, die US-Amerikaner gegen die Ukrainer oder die Ukrainer zu den Amerikanern? Sicherlich mit Grund die US-Regierung, und da steht sie ja auch nicht alleine, sondern das ist im Prinzip ja ein Fakt, dass das auch die Europäer über den Verlauf des Krieges immer wieder gezeigt haben, dass sie der Ukraine bestimmte Dinge nicht zutrauen, dass sie, also sagen wir mal, in dem Verhalten beherztes Eintreten für eine Sache sieht anders aus als das, was wir im Verlauf des Krieges beobachtet haben bei den westlichen Partnern der Ukraine. Ja. Aber natürlich muss man auch sagen, das ist ja eine Situation, die die Welt vor eine ganz neue Herausforderung gestellt hat. Es ist ja nie da gewesen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass ein Land in der Form mit Waffen unterstützt wurde, dass ein Nicht-NATO-Mitglied in der Form unterstützt wurde von der NATO. Diese Zweifel sind schon berechtigt. Aber die Ukrainer haben im Verlauf des Krieges immer wieder gezeigt, dass die Zweifel unbegründet waren und haben die Welt ja überrascht. Aber dennoch, denke ich, sind die Zweifel angebracht. Und was ich in der Ukraine sehe, es gibt natürlich immer wieder große Frustration über das Verhalten und zögerliche Verhalten der Amerikaner, über das Misstrauen an der Ukraine. Ja. Aber letztendlich wissen die Ukrainer natürlich ganz genau, dass die Vereinigten Staaten und Europa ihre wichtigsten Verbündeten in diesem Krieg sind. Wir werden über Europa natürlich noch sprechen. Wir gehen jetzt an dieser Stelle aber erstmal rasch nach Washington zum Studioleiter des ZDFs in Washington, Elmar Thewissen. Elmar, die Nachrichten dieses Tages werden wir gleich noch mal streifen. In dieser entscheidenden Kriegsphase so viel gegenseitige Skepsis zwischen Kiew und Washington zu haben, wie bitter ist das, glauben Sie? Ja, ich glaube, dass die Skepsis gar nicht so groß ist, wie manche momentan schreiben und denken. Denn in der Tat ist es von Beginn an bei diesem Krieg so gewesen, dass sich die Ukraine auch nicht hat in ihre Karten schauen lassen, wie gut oder wie schlecht man an der Front aufgestellt ist, was man braucht, welche Operationen man unternimmt. Während der Westen, allen voran die Amerikaner, doch sehr weitgehend Geheimdienstinformationen, Aufklärungsinformationen geliefert haben, um der Ukraine zu ermöglichen, die richtigen Ziele effektiv am Ende zu treffen. Aber es gab in den letzten Monaten immer Situationen, wo man das Gefühl hatte, das hätte man vorher wissen sollen, oder die Ukraine, die Regierung in Kiew hat selber nicht alles unter Kontrolle. Will man ein Beispiel nennen, im August letzten Jahres wurde in der Nähe von Moskau ja Daria Dugina, die Tochter eines Nationalisten, eines russischen Nationalisten, mit einer Autobombe getötet. Da hatte man hier das Gefühl, auch das sei von Kiew veranlasst worden. Das wäre ja ein Schlag mitten in der russischen Hauptstadt dann eben gewesen. Das bestreitet Kiew. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da sind einige möglicherweise auf eigene Rechnung unterwegs. Zelensky weiß auch nicht, was jeder Teil seines Militärs, seines Geheimdienstes tut. Und insofern hat man eben nicht alle Informationen mit der Ukraine geteilt, wie es sich umgekehrt auch nicht gemacht hat. Übrigens, dass die Pentagon-Leaks eine Überraschung für Kiew waren, sie waren auch eine Überraschung fürs Weiße Haus. Das Weiße Haus hat ebenfalls eher aus der Presse erfahren, welche Einzelheiten denn tatsächlich an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das war Journalistenkollegen zu danken, weil ein 21-jähriger Nationalgardist offensichtlich vor seinen Freunden angeben wollte. Beginnt bei Joe Biden jetzt eine Absetzbewegung von Kiew? Das ist die Frage, Elmar Thewissen, auch weil man sich bald in einem Wahlkampf gegen Donald Trump befindet.
Ich glaube, das ist noch nicht der Fall, dass es eine Absetzbewegung gibt. Das klare Signal fast jeden Tag aus dem Weißen Haus, auch von Antony Blinken, dem Außenminister, ist, man steht weiter dicht an der Seite der Ukraine und will alles tun, um sie auch weiter zu unterstützen. Aber man macht, glaube ich, Kiew sehr klar, dass es Risiken gibt in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten Jahren, weil eben Amerika in einem Präsidentschaftswahlkampf steckt und weil möglicherweise ein Kandidat für die Republikaner antritt, der am Ende bereit wäre, Deals mit Wladimir Putin zu machen, sprich ukrainisches Territorium herzugeben, um irgendwie mal schnell einen Friedensdeal zu vermitteln. Und ich glaube, das Signal setzt man nach Kiew, dass Kiew sich überlegen muss, was eigentlich seine Strategie ist, wohin es will. Mhm. Und Amerika, das Weiße Haus, ist bereit, alles zu tun, um die Verhandlungsposition für Gespräche mit Moskau so sehr zu verbessern durch Geländegewinne, durch Rückeroberung von ukrainischem Territorium, dass möglicherweise auch Putin an den Punkt kommt, wo er bereit wäre, von Maximalforderungen abzurücken. Aber das ist nicht in Sicht und deswegen sagt man den Ukrainern und der ukrainischen Regierung sehr klar, die Frühjahrsoffensive muss tatsächlich erhebliche Gewinne bringen und Druck auf den Kreml erzeugen, um im Verlauf dieses Jahres nach Möglichkeit zu einer Lösung zu kommen. Der Druck ist unendlich, könnte man sagen, und übrigens auch in Europa, das hat Ben Hodges schon erwähnt. Mr. Europa ist bei uns, der Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn. Herr Asselborn, müssen die Ukrainer sich jetzt nur wegen Trump beeilen und möglichst bis zum Herbst einen so großen militärischen Erfolg haben? Oder haben auch, das ist nicht dementiert worden, auch Olaf Scholz und Emmanuel Macron Druck gemacht auf Volodymyr Zelensky, das Ganze möglichst bis zum Herbst zu beenden? Sie erinnern sich, die Zuschauer erinnern sich, da gab es diese Geschichte im Wall Street Journal, die ist undementiert geblieben. Tickt da auch in Europa eine Uhr bei den Verbündeten? Also ich glaube, ich höre, was Sie sagen, aber was ich erlebe in Europa, wir haben jeder Sitzung der Außenminister ist Dmytro Kuleba beigeschaltet. Mhm. Der sagt uns, was er braucht. Und dann liefern die Europäer nicht. Ja, also ich würde, man kann von Europa viel Kritik, aber wir haben ausgebildet ein paar tausend Soldaten. Wir haben geliefert, es sind Panzer, auch Leopard-Panzer sind geliefert worden. Für die Munition haben wir jetzt 2,5 Milliarden europäische Steuergelder haben wir deblockiert, um dann diese Munition zu liefern. Also das heißt, die Europäische Union finanziert die Privatindustrie, die Privatrüstungsindustrie in Europa, damit effektiv da schneller Munition vorangeht. Geliefert werden. So. Ich habe noch dem langen Atem gefragt. Wie viel Zeit lassen wir der Ukraine noch? Also es ist nicht unsere Aufgabe der Ukraine, jetzt mit dem Chronometer zu sagen, was sie machen soll. Das ist ein Land, das in einer extrem schwierigen Situation ist. Und ich glaube, wir müssen weiter das machen, was wir bis jetzt angehen, mit den Sanktionen, mit den Munitionslieferungen. Und ich bin auch überzeugt, wirklich, dass jetzt zum Beispiel, was in dem letzten Tag geschehen ist mit diesen zwei Drohnen, dass ja eigentlich die Russen sehr nervös sind, dass sie damit den Krieg eigentlich motivieren wollen, dass die Menschen in Russland diesen Krieg überhaupt nicht mehr verstehen. Dass sie, das wissen Sie, die Essenz dieses Regimes Putins ist der Krieg. Und wenn Putin den Krieg verliert, ist er weg. Und solange, das ist die andere Seite, solange er da ist, wird der Krieg weitergeführt werden. Darum, wir sollten keine Bedingungen stellen. 20% des Territoriums der Ukraine sind besetzt von den Russen. Wir haben also, ich glaube, dass die Russen, die Ukrainer in dieser Offensive versuchen, ans Schwarze Meer zu kommen. Ja. Und wenn sie am Schwarzen Meer sind, haben sie natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch was die Krim angeht. Aber sehen Sie, was geschieht. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, diese Offensive hätte schon begonnen. Sie sehen die Sabotageakten, die geschehen. Sie sehen diese brennenden Tanks. Kommen wir gleich noch mal dazu. Darum will ich sagen, ich glaube, wir sollten auch ein wenig Vertrauen haben und den Ukrainern überlassen, wie sie ihr Land verteidigen. Wir sollen helfen aufgrund von Artikel 51 der Charta der UNO. Das ist eine Koalition, wir sind in einer Koalition, damit die Ukraine ihr Land in der Ukraine verteidigen kann. In der Ukraine verteidigen kann. Wir reden ja, Sie sagen Vertrauen und wir fragen jetzt an dieser Stelle Jürgen Trittin nach dem vorhandenen Misstrauen.
Offensichtlich hat Olaf Scholz tatsächlich auch mit Joe Biden einen Politiker an der Seite gehabt, der bei diesem langsamen Vorgehen, bei dem bedächtigen Vorgehen, wie Olaf Scholz es formuliert hat, ihn unterstützte oder besser gesagt genauso auch zögerte. Wir erinnern uns, Ende Mai 2022 gab es einen Namensartikel von Joe Biden in der New York Times. Da hat er schon darauf aufmerksam gemacht, welches die roten Linien der Amerikaner sind. Und man hätte ihm vielleicht da einfach nur genauer zuhören müssen. Meine Frage ist, glauben Sie, dass wir den Russen momentan jetzt zu viel Zeit gelassen haben, sich in Ruhe einzugraben in ukrainischem Gebiet? Was ich sehe, ist, dass die Amerikaner im ganz großen Stil Informationen und Munition und alles liefern. Yeah. Dass die Deutschen dieses im großen Stil tun, ist für Deutschland eine neue Erfahrung. Wir haben in Europa mit einer gewissen Verzögerung von einigen Wochen, aber jetzt auch die zweite Milliarde freigemacht. Wir haben die Grundlage gelegt, das noch mal zu verdoppeln. Das ist ja durch die Neuauflage von Produktionsstätten. Wir müssen neue Produktionsstätten schaffen. Da gibt es, glaube ich, wenig dran zu kritisieren. Das, was oft... Die Frage war, hat es zu lange gedauert? Haben auch wir Deutschen den Russen damit Zeit gegeben, drei Verteidigungsringe aufzubauen? Den Verteidigungsminister der Ukraine nach der Rammstein-Konferenz, der sagt, wir sind sehr glücklich über das, was da ist. Wir haben das gekriegt, was wir brauchen. Und insofern glaube ich, dass ein anderer Punkt wichtig ist. Die USA, Deutschland und Europa sind in dieser Situation in einer Weise geschlossen, wie man sich das vor 5, 6 Jahren nicht hätte vorstellen können. Mit einer Ausnahme. Aber Orbán ist eben Orbán. Ja. Aber wenn man das sieht, selbst Orbán musste am Ende immer klein beigeben und der Einstimmigkeit der Ratsbeschlüsse konnte auf Dauer nicht im Wege stehen. Mhm. Wir sind in der Situation, dass alle, übrigens die NATO auch, sagen, wir müssen die Ukraine in ihrer Fähigkeit, ihr Gebiet zu verteidigen, auf der Basischarta der Vereinten Nationen. Wir tun dies, ohne dass wir selber in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland gehen. Das ist der Drahtseilakt, der abgewogen wird. Und da fand ich eigentlich Biden und Scholz und Macron relativ nah beieinander. Ich halte fest, die kritischste Stimme kommt von einem US-Amerikaner. Wir sind bei unserem unbedingt vorzustellenden letzten Gast hier heute in der Runde, Janka Oertel. Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sinologin. Volodymyr Zelensky und der chinesische Präsident Xi haben jetzt endlich telefoniert. Und zwar über eine Stunde lang, worauf der ukrainische Präsident sehr stolz war. Macht die Ukraine das? Also mit China diesen Kontakt zu suchen, um die Amerikaner ein bisschen zurückzuärgern? Oder glauben Sie wirklich, dass die Chinesen eine Vermittlerrolle spielen könnten? Also das wird sicherlich nicht gemacht, um die USA zu ärgern. Das ist nicht der Punkt. Wichtig ist, dass China für die Ukraine ein wichtiger Handelspartner ist, vor dem Krieg gewesen ist, nach wie vor ein wichtiger Handelspartner ist und auch nach einem Krieg ein wichtiger Handelspartner sein soll und wird. Das heißt, es ist nur vernünftig, auch miteinander im Gespräch zu bleiben. Dieser Dialog war etwas, was sich die ukrainische Führung lange gewünscht hat, was sehr lange gedauert hat, bis die chinesische Führung dazu bereit war, die es erst wirklich nach 2 Jahren jetzt fast dann wieder in den Kontakt getreten sind. Das letzte Gespräch war, glaube ich, 21, sonst das letzte Telefonat. Das heißt, das ist schon wirklich ein bedeutender Schritt gewesen, dass das jetzt so weit gekommen ist. Es ist für China ein schwieriger Drahtseilakt, der da momentan zu vollführen ist, sich darzustellen, als würde man einen Frieden unterstützen, als möchte man Verhandlungen unterstützen, als möchte man, dass es zu einer Konfliktlösung kommt. Und letzten Endes aber eigentlich recht fest an Moskaus Seite zu stehen und das zu balancieren, das ist gar nicht einfach für die chinesische Regierung derzeit. Dazu werden Sie uns noch mehr erzählen, aber offensichtlich war es ja ein großes Bedürfnis von Zelensky, durchaus auch wertzuschätzen, welche Rolle bisher die Chinesen da in der Öffentlichkeit auch mit ihrer Friedensinitiative erstmal gespielt haben. Ja, es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, man sollte nichts unversucht lassen derzeit. Aus ukrainischer Perspektive ist es total verständlich, dass ein Partner, der möglicherweise irgendeine Art und Weise Einfluss auf Moskau ausüben kann, auch wenn man das nicht überbewerten sollte, dass man denen zumindest mit dem im Gespräch bleibt. Das ist das Mindeste, was man tun kann und man kann es versuchen. Und ich glaube, niemand kann einer Führung in der Ukraine momentan vorwerfen wollen, jeden
Versuch so auszuprobieren, nichts unversucht zu lassen. Ich glaube, wir sind in einer Situation angekommen, in der die Situation so katastrophal ist, dass jeder Versuch es wert ist, versucht zu werden. Klar, und man ja auch verstehen muss, dass es durchaus eine wirtschaftliche Verbundenheit beider Länder gab, die lang und erfolgreich war. Und insofern ein Freundschaftsvertrag und nach wie vor eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Staaten. Wir sind gerade in der Shanghai-Kooperation zusammen. Aber ich glaube, China hat ein ganz großes Problem. Sie haben nämlich zwei nur schwer vereinbare Interessen. Das eine Interesse ist, dass sie auf gar keinen Fall wollen, dass Russland destabilisiert wird und Putin stürzt. Das wollen sie sich gerne erhalten. Und sie haben auch ein Interesse an einer billigen Tankstelle Russland. Und das ist ja billiger geworden, auch durch unsere Sanktionen. Und auf der anderen Seite haben sie das Problem, das geht weit über die Ukraine hinaus, dass dieser Krieg dazu führt, dass bestimmte Lieferketten und damit Produktionsinteressen und Wachstumsinteressen bei ihnen gestört wird. Und das lässt sie in dieser Form so schillernd, oszillierend agieren. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, sie wollen, dass dieser Krieg beendet wird. Das ist das eine Interesse, das würde ich ihnen sogar abnehmen. Und auf der anderen Seite in Treue fest zu Putin zu stehen. Weil das führt zu dem Dilemma, in dem sich der chinesische Politik bewegt. Es gibt eine zweite Sache, die man sagen muss zu China. China hat mit Brasilien und mit Indien letzte Woche auf der UNO einen Text gestimmt, eine Resolution, wo gesagt wird, also ist ein Text verbunden mit dem Europarat, dass die Aggression zu verurteilen ist. Die Aggression also der Russen in der Ukraine zu verurteilen. Das ist das erste Mal, dass auf der UNO das gestimmt wurde. Ich glaube, aber es ist keine Verurteilung gewesen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Es war keine Ukraine-Resolution. Die Aggression wurde aber trotzdem Aggression, der Paragraph ist drin, aber ich glaube, der wichtige Punkt daran war, es war eben keine Resolution direkt über die Ukraine, aber sondern es um eine weitere Resolution. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel auch. Es macht nämlich genau diese Diskussionen aus. Wo stehen sie eigentlich genau? Weil der Botschafter, der chinesische Botschafter ja durchaus auch die ehemaligen Sowjetrepubliken angezweifelt hat in ihrer Existenz. Also man merkt auch, dass da seitens Peking ein bisschen Double Bind gespielt wird. Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu den militärischen Fragen. Und da können Sie uns mit der Auskunft helfen, wie sehr es wirklich eine Zusammenarbeit zwischen Moskau und China gibt, auch in militärischer Hinsicht. Das ist immer mal behauptet worden. Wissen wir denn mittlerweile, ob die Chinesen die Russen militärisch unterstützen? Was wir wissen, ist, dass es eine ganz enge militärische Kooperation gibt, seit Jahren schon, dass wir auch jetzt gerade wieder den chinesischen Verteidigungsminister für Tage in Russland hatten, dass wir bei den Gesprächen, die Xi Jinping geführt hat, in Russland viele Teile des militärisch-industriellen Komplexes am Tisch sitzen hatten von der russischen Seite, dass dort über die Frage langfristiger militärischer Zusammenarbeit gesprochen worden ist. Es geht um langfristige, auch technologische Kooperation. Und dann geht es um ganz viele Dinge, die wir so nicht ohne weiteres nachweisen können. Also wer liefert hier eigentlich an wen? Wo geht etwas über dunkle Kanäle, über illegale Kanäle. Das können wir so momentan nicht belegen. Was wir sehen können, ist, dass was China liefert, ist zum Beispiel Körperpanzerung oder Halbleiter. Es sind alles Güter, die sagen, dem Kriegsverlauf jetzt nicht direkt als Militärgüter dienen, aber die durchaus dazu beitragen, dass die Kriegsmaschinerie am Laufen bleibt. Mhm. Und der wirtschaftliche Kontakt hilft natürlich, die russische Wirtschaft zu stabilisieren. Die Spekulationen bleiben da im Raum, dass das über Nordkorea und über den Iran längst passiert. Elmar Thewissen in Washington. Wir müssen über diesen Drohnenangriff reden, der über dem Kreml gestern am frühen Tag und gar nicht erst am Abend aufschien. Zwei Drohnen. Was sagt Washington dazu? Ist das Fake News? Also Washington sagt ganz klar, das ist eine Lüge aus Moskau, dass man eine Verantwortung von Washington dahinter sieht, dass Washington vorher davon gewusst habe, dass es gewissermaßen diesen Angriff befohlen habe. Das wird hier zurückgewiesen. Kiew tut ja genau dasselbe. Es trägt keine Verantwortung dafür, sagt jedenfalls die Regierung in Kiew. Ja. Das passt, glaube ich, zu dem, was ich vorhin schon mal erwähnte, dass hier so ein bisschen der Verdacht besteht, dass da vielleicht noch andere Akteure am Werk sind, sei es aus Russland selber, also russischer Widerstand, sei es vielleicht auch Ukrainer, die, ich sag mal, separat vom Regierungsapparat in Kiew unterwegs sind. Da gibt es auch ein paar Verdachtsmomente. Aber alles pure Spekulation. Ich will eins noch mal sagen zu China, wenn ich darf. Und zwar sagt man hier in Washington mittlerweile auch, ist doch gut, wenn China, wenn Xi Jinping mit Volodymyr Zelensky telefoniert. Erstens kriegt er da mal die Opferperspektive mit und hört nicht immer nur die Täterperspektive aus Moskau. Yeah. Und zweitens ist das, was als Friedensplan ja bezeichnet wird,
von vor einigen Wochen aus China, ja gar kein Friedensplan, sondern das ist im Grunde genommen so eine Aufzählung von, ich sag mal, Allgemeinplätzen, wenn man es freundlicher ausdrücken würde, wären es Prinzipien und die sind zum Beispiel Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen, also Integrität, Souveränität und die Unverletzlichkeit des Territoriums der Ukraine. Und wenn China bereit wäre, so hat Antony Blinken diese Woche gesagt, seinen Einfluss geltend zu machen, dass Moskau diese Prinzipien auch anerkennt, wunderbar, dann ist China als Verhandlungspartner gerade mal recht oder als Vermittler, damit man eben doch Wladimir Putin so unter Druck setzt, dass er doch bereit wäre. Dann go for it. Verstehe. Faszinierend, dieses zu China zu hören. Ich versuche zum zweiten Mal zurückzukehren zu den militärischen Fragen. Noch mal kurz zum Drohnenangriff, Ben Hodges. Das ist auch in Ihren Augen ein Täuschungsmanöver der Russen? Oder würden Sie sagen, das ist noch offen? Das weiß man noch nicht genau. Der Kreml ist wahrscheinlich die bestgeschützte Einrichtung des Planeten gegen Raketenangriffe, Drohnenangriffe. Und als ich mir die Videos angeschaut habe, wie Sie alle wahrscheinlich gesehen haben vergangenen Abend, da wurde doch klar, dass das kein Schlag war, der das Ziel hatte, den Kreml zu vernichten oder Präsident Putin zu töten. Das ist wahrscheinlich ein Versuch des Kremls und auch ein ziemlich schwach ausgeführter Versuch, um Russland hier als Opfer darstellen zu können. Denn die Menschen können dann sagen, wir müssen zurückschlagen. Und es gab so viele Probleme in Russland in den vergangenen, ja eigentlich über die gesamte Dauer des Krieges. Und die Antwort, die Reaktion auf diese Drohnenattacke war zu schnell, zu vorbereitet und passte nicht zum ganzen Rest. Natürlich ist das erst einmal eine Peinlichkeit für Präsident Putin, aber ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, wie schlecht Dinge stehen, dass er willens ist, sich mit so etwas auseinanderzusetzen, um dann die Unterstützung aus seiner eigenen Bevölkerung weiterhin sicherstellen zu können. Ich glaube, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass das ein Inside-Job ist, also dass da Leute intern beteiligt waren, weil Leute es gibt, die das gerne sehen würden, also Prigozhin beispielsweise, die andere auch demütigen wollen. Das würde mich jetzt gar nicht überraschen. Und es ist wirklich überraschend zu sehen, dass es innerhalb der russischen Führungsebene so viel Inkohärenz gibt und so viel Streit und dass sie davon abhält, einen kohärenten Plan zu verfolgen. Kiew hat auch sofort dementiert und trotzdem haben die Ukrainer sich gefreut, Katrin Eigendorf. Tatsächlich ist es ja so oder so eine Blamage für Putin. Also, dass Kiew sich darüber gefreut hat, liegt eigentlich auf der Hand. Dass die Ukraine sich gefreut hat, liegt eigentlich klar auf der Hand, weil es zeigt ja die ganze Konzeptlosigkeit der russischen Führung. Also was wir erleben von Anbeginn dieses Krieges ist ja ein permanenter Versuch, die Ziele zu erreichen ohne Erfolg. Also was haben die Russen nicht alles versucht? Und sie sind auf ganzer Linie gescheitert. Ich halte die Version, dass das ein vom Kreml inszenierter Akt war, eigentlich für die plausibelste. Wir wissen es nicht. Aber das, sagen wir, passt gut in das Narrativ, mit dem Putin ja versucht, diesen Krieg der russischen Bevölkerung im Prinzip schmackhaft zu machen. Das Narrativ, dass nämlich Russland bedroht ist. Und was könnte denn nun mehr bedroht sein als diese sakrosante Figur des russischen Führers, nämlich Putins? Also von daher plausibel halte ich das, ich halte das für die plausibelste letzte Variante. Letzte Frage an Jürgen Trittin. Sie wiegen mit dem Kopf. Bisher schienen ja persönliche Angriffe sowohl als auf Zelensky als auch auf Putin eher irgendwie nicht unbedingt auf dem Zettel zu stehen. Ist da jetzt ein Tabu gebrochen, glauben Sie? Ich bin eher bei Ben Hodges, dass wir hier möglicherweise etwas erleben, was aus dem inneren Machtzirkel des Kreml kommt. Für eine Inszenierung war sie zu idiotisch inszeniert. Erst zu erzählen. Das ist eine sehr westliche Wahrnehmung. Erst zu erzählen, gerade aus russischer Wahrnehmung, erst zu erzählen, das waren die Ukrainer, dann festzustellen, sollen wir den Ukrainern eigentlich zugestehen, dass sie so gut sind, dass sie den Kreml und damit Putin angreifen können? Und dann haben sie gesagt, das waren die Amerikaner. Also
Da glaube ich eher, aber das sind alles Vermutungen, von der Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine Auseinandersetzung innerhalb des Machtapparates erleben. Und Prigozhin hat sich ja eine ganze, seit Wochen beschwert er sich darüber, dass er nicht genug Material kriegt. Und das tut er für. Hier, dass eine Katastrophe drohe, das hat er vorgestern noch mal erzählt. Also das sind all diese Dinge, die das zumindest, ich sag mal vorsichtig, wir spekulieren alle, nicht ausgeschlossen scheinen, dass wir hier es zu zeigen, mit Signalen zu tun haben, die innerhalb des Machtapparates gesetzt werden. Wir sind dann bei den Dingen, die tatsächlich geschehen und auch auf dem Schlachtfeld tatsächlich geschehen. Es gibt immer mehr Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium. Elmar Thewissen, wir sind noch mal in Moskau, nicht in Moskau, sondern in Washington mit dieser Frage und wollen aber wissen, das, was die Ukrainer da tun, Züge, Versorgungszüge anzugreifen, Öldepots anzugreifen, sind die im Wissen und in Kenntnis der US-Administration jetzt im Gange oder entziehen sich diese Nadelstiche auf russischem Territorium Washingtons Kenntnis? Ich glaube, dass Washington keine Kenntnis davon hat, weil Washington sehr klar gemacht hat bei mehreren Vorfällen im letzten Jahr, als zum Beispiel russische Militärbasen angegriffen wurden auf russischem Boden, eben auch durch ukrainische Kräfte, dass das eigentlich nicht akzeptabel ist. Man will keine Ausdehnung dieses Krieges und schon gar nicht den Eindruck erwecken, dass der Westen und allen voran die USA in irgendeiner Weise direkt damit verwickelt wären. Und deswegen glaube ich, gehört das zu diesen Karten, die Volodymyr Zelensky kein einem Verbündeten gegenüber auf den Tisch legt, was davon tatsächlich geplant ist und was dann ausgeführt wird. Auch der Angriff beispielsweise auf die Brücke, die zur Krim führt und Ähnliches, fällt in diese Kategorie. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die USA in den letzten Wochen doch sehr zurückhaltend noch waren, diese Raketen größerer Reichweite zu liefern oder auch Kampfflugzeuge zu liefern. Aber beides, das muss man klar sagen, wird auch hier nicht ausgeschlossen. Man will jetzt einmal sehen, ob mit dem, was geliefert wurde, die Ukraine in der Lage ist, erfolgreich Territorium zurückzuerobern. Und wenn es dann notwendig wird, um beispielsweise die Nachschubwege der Krim abzuschneiden, um damit eben den entscheidenden Druck zu erzeugen auf Wladimir Putin, dann würde man so etwas auch liefern, beispielsweise Kampfflugzeuge. Hier sind in den USA, in Texas, bereits mehrere ukrainische Piloten in Simulatoren für F-16-Kampfflugzeuge ausgebildet worden. Noch nicht am Gerät selber, aber man hat den Eindruck, dass das relativ schnell möglich wäre, wenn es an den Punkt kommt, dass es notwendig ist. Aber wie absurd, wenn ich das so fragen darf, dass sich die Ukrainer erst beweisen müssten. Also nicht nur Ben Hodges, sondern etliche Militärexperten sagen und die Ukrainer selbst, dass dieser Krieg entschieden werden wird um den Status der Krim. Warum muss das ukrainische Militär, warum muss diese Administration in Kiew erst beweisen, dass das ein wichtiges militärisches Ziel ist, wenn nicht das Wichtigste? Ich glaube, das ist eben der Disconnect zwischen dem, was man in Washington mit allen Mitteln versucht, eben nicht wirklich hineingezogen zu werden, im Sinne, dass Moskau das Narrativ aufmachen kann, dass Amerika letztlich Russland direkt angreift oder die NATO-Verbündeten dies tun. Und deswegen ist das eigentlich das gleiche Prinzip, das in den letzten 12, 15 Monaten gegolten hat, dass man immer nur Stück für Stück das liefert, von dem man sich verspricht, dass es den entscheidenden Druck erzeugt, dass Putin von seinen Maximalforderungen abrückt. Der Mut ist nicht groß genug in Washington, aber auch nicht in Europa, nicht groß genug, um zu sagen, wir müssten jetzt eben das tun, was Ben, wie ich finde, zu Recht sagt. Man müsste eben jetzt das liefern, was möglichst schnell die entscheidenden Gewinne für die Ukraine erzielt, damit es dann auch schneller zu einem möglichen Gespräch oder Verhandlungen kommen kann. Wir sind dankbar für alles, was wir von Elmar Thewissen gehört haben hier heute Abend und sagen Danke nach Washington und sind genau, Ben Hodges, bei dieser Frage. Sind die Nadelstiche Vorbereitung schon einer Offensive oder sind sie erstmal der Versuch, Terrain zu machen und zu verunsichern? Diese Angriffe auf die Ölinfrastruktur beispielsweise, die sind ja geschehen an der Peripherie der Ukraine.
Und das ist eine ganz klassische Strategie der Unterbrechung der feindlichen Logistik, bevor man selbst eine Offensive beginnt. Ich habe mir heute eine Landkarte angeschaut und da sieht man, wo diese Angriffe stattgefunden haben. Das ist tatsächlich eine wirklich gute Vorgehensweise und das zeigt auch, wie gut der ukrainische Generalstab aufgestellt ist, um Unterbrechungen hier zu erzwingen, um auch die russischen Streitkräfte dazu zu zwingen, zu reagieren. Und wenn die Ukrainer dann den physischen Teil ihrer Offensive begonnen haben, nun, ich würde das auch nicht unbedingt Nadelstiche nennen. Das ist eher die Art und Weise, wie man mit Präzision Masse besiegen kann. Wenn man bestimmte Ziele trifft, die sehr lohnenswert sind und großen Schaden anrichten, dann kann man den Vorteil der Russen neutralisieren, nämlich ihre Masse. Wir haben vor 14 Tagen den deutschen Verteidigungsminister hier in der Sendung gehabt und er hat sehr offen und sehr klar bestätigt, dass Dinge dieser Art nicht nur notwendig, sondern durchaus auch legitim sind. Ein bisschen anders hörte sich das dann beim deutschen Bundeskanzler an. Es ist selbstverständlich und völlig normal in so einer Auseinandersetzung, einer militärischen, dass auch der Angegriffene ins gegnerische Territorium vorgreift, vorgeht, um beispielsweise Nachschubwege zu unterbinden. Das ist das Normalste der Welt. Wir haben ich habe einen Fehler gemacht, merke ich gerade, weil ich Ihnen einen ausführlicheren O-Ton zeigen wollte, an dem auch noch Medvedev, der ehemalige Präsident, zu hören ist, der automatisch Berlin und Boris Pistorius dann drohte und sagte, der Bundesverteidigungsminister möge sich daran erinnern, dass russische Panzer zuletzt in Berlin standen. Und dann sagt der Bundeskanzler, dass es niemals dazu kommen sollten, dass deutsche Waffen auch russisches Territorium erreichen und dass eben ein Krieg zwischen der NATO und Russland unbedingt zu vermeiden ist. Das ist auch so eine Grauzone und offensichtlich eine Unterstellung, dass die Ukrainer vorhaben könnten, viel weiter in das russische Territorium zu reichen? Fragezeichen. So there is zero. Es gibt genau gar keine Motivation für Kiew, nach Russland hineinzugehen. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie ihr Territorium verteidigen wollen. Und Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten, alle Nationen, die sie unterstützen, dass die sich zurückziehen würden, wenn die Ukraine weiter vorstoßen würde und beschließen würde, dann auch nach Russland vorzustoßen. Also die Leoparden, die Abrams, die Marder, wenn die in Russland tatsächlich eines Tages stehen sollten? Nein, das ist tatsächlich keine wirklich mögliche Vorstellung. Eine andere Frage ist aber, warum erlauben wir es Russland nach wie vor, ihre Schutzbereiche zu haben? Sie starten Raketen gegen zivile Gebäude, sie töten unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Aber wir verurteilen Kiew, wenn eine Drohne gestartet wird gegen ein Öldepot. Ich glaube, dass Kiew alles in allem wirklich beeindruckend gezeigt hat, welche Disziplin sie haben und sich zurückgehalten haben, wenn es darum geht, jedes Mal zurückzuschlagen. Nein, sie sind fokussiert geblieben, haben sich konzentriert und das ist ganz wichtig für die Befreiung der Krim. Und wir sind jetzt, Jürgen Trittin, bei der Frage, noch haben die Ukrainer eben genau diese weiterreichenden Kurzstreckenraketen nicht, noch fehlt ihnen auch Munition und ihnen fehlen Tanks und bis dahin sterben weiter viele ukrainische Soldaten am Boden? Ja, das ist die Situation. Da soll man nicht drum rumreden. Ich sage nur, anders als in der öffentlichen Wahrnehmung gelegentlich gemacht wird, es ist relativ viel passiert. Und ich habe ja bewusst vorhin den ukrainischen Verteidigungsminister zitiert. Und was Boris Pistorius gesagt hat, hat eigentlich eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen. Die Außenministerin war ja in der Nähe von Charkiw. Da ist die Vorwarnzeit für Luftangriffe wenige Minuten, weil es so nah an der Grenze ist. Und man muss schon einen tiefen Respekt vor der Ukraine haben, dass sie in der Form bisher sehr zurückhaltend waren und jetzt gezielt solche Versorgungslogistik anzugreifen, das kann und will ich Ihnen überhaupt nicht vorwerfen an dieser Stelle. Sie müssen den Druck verstehen, unter der diese Regierung ist, dass sie weiß, wenn sie solche Luftattacken früher unterbinden könnte, das aber nicht tut, weil sie eben nicht auf russisches Gebiet gehen will, dann gibt es auch für die ukrainische Regierung ein Legitimationsproblem. Katrin Eigendorf, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass auch der Atem der Ukraine kürzer werden könnte?
dass dieses Volk, dass dieses Militär, dass diese Führung auch an das Ende ihrer nicht politischen, aber militärischen und menschlichen Möglichkeiten kommt? Also das sehe ich durchaus auch als einen wichtigen Faktor, den wir einfach im Blick haben müssen. Dieser Krieg trifft ja vor allem die ukrainische Zivilbevölkerung. Und was ich merke im Verlauf, wo ich immer wieder in der Ukraine war, dass die Bereitschaft, diese Opfer weiter so lange zu tragen, doch in gewissen Teilen der Bevölkerung abnimmt. Mhm. Ja? Also sicherlich ist es so, dass noch die große Mehrheit der Bevölkerung hinter der Politik Selenskis steht. Aber man merkt in ganz, ganz vielen Bereichen, die Menschen wollen zurückkehren in die Gebiete, die sie verlassen mussten, gerade im Osten der Ukraine. Sie wollen nicht dauerhaft als Flüchtlinge irgendwo in Europa oder auf der Welt verteilt sein. Es wird auch schwierig, noch weitere Ressourcen an Soldaten bereitzustellen, die in diesen Krieg ziehen werden. Da ist die Ukraine schon an einem Limit angelangt. Also vor diesem Hintergrund wird Selenskyj und wird auch das Militär ganz sicher unter dem Druck stehen und steht unter dem Druck, diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Wir sind bei der großen Frage, Herr Asselborn, ob dann auch die Jets erst kommen, wenn die Offensive eigentlich schon vorbei ist? Ich will etwas sagen zu den Operationen. Nee, also das war wirklich wichtig zu sagen. Sie wissen, dass wenn man Krieg gesagt hat in Russland, riskiert man Gefängnis. Das ist eine Spezialoperation, hat Putin gesagt. Und ich bin der Überzeugung, dass jetzt, was die Ukrainer machen, zeigen, was Spezialoperationen sind. Mhm. Und sie machen die zu 90% auf ihrem Territorium. Die Krim gehört zu der Ukraine. Mhm. Und stellen wir hoffentlich Donetsk nicht in Frage, das ist nicht russisches Territorium. Darum will ich sagen, dass sie das Recht haben, sich auf ihrem Territorium für die Verteidigung so einzurichten, wie sie das für richtig finden. Und sie machen das mit Spezialoperationen. Sollte man, glaube ich, den Unterschied auch merken. Mhm. Dann zu den Jets. Wir dürfen doch nicht so kritisch sein und so. Wir haben so viel, glaube ich, trotzdem versucht, nicht nur versucht, sondern auch gemacht für die Ukraine. Und die Ukraine ist, wie Herr Trittin gesagt hat, auch dankbar dafür. Wir müssen ja aufpassen, dass wir, sie haben einen Mix bekommen von der Slowakei und auch von Polen. Es werden Piloten ausgebildet in anderen Ländern. Ich glaube nicht, dass morgen F-35 geliefert werden in die Ukraine. Ein Pilot braucht ein Jahr, um auf einem F-35 fliegen zu können. All das, glaube ich, darf man jetzt nicht sagen, wenn es stockt, dann ist das, weil die Europäer oder weil der Westen nicht schnell genug, militärische Mittel zur Verfügung gestellt hat. Bleiben wir geschlossen in der Europäischen Union, bleiben wir geschlossen in der NATO. Die NATO hat über 100 Panzer geliefert. Die Amerikaner haben, ich sage das noch, die nicht Amerikaner alles haben. Was ist denn realistisch in Ihren Augen oder das Realistischere in Ihren Augen? Wird es gelingen, Herr Asselborn, die Krim zurückzuholen? Wird es gelingen, das gesamte besetzte Gebiet zurückzuholen? Und wird es gelingen, Friedensverhandlungen zu beginnen? Oder das ist am besten alles drei? Das ist ja die andere Frage. Ja. Also zuallererst müssen wir aufpassen, dass im Moment 20% des Territoriums von Russen besetzt sind. So. Zweitens, solange Putin diese Einstellung hat, dass er, wie jetzt vor ein paar Tagen, Bahnhof bombardiert, Kaufhäuser bombardiert, kann man ja nicht daran denken, dass dann in der Ukraine der Gedanke aufkommt, jetzt setzen wir uns zusammen und schließen einen Frieden. Darum, zurzeit ist es so, dass wir mit den Sanktionen, mit den Waffenlieferungen, wenn man Kuleba bei uns ist, dann sagt er, ich würde als Außenminister lieber über diplomatische Lösungen reden als über Munitionen. Wenn ich zu Ihnen komme, das Einzige, was ich frage, ist Munition, Munition, Munition. Aber das ist wichtig, dass die Ukraine, wenn es einmal aufhört, denn jeder Krieg wird ja, sagt man einmal, dass dann die Ukraine in einer guten Position ist. Dann kommt die Krim. Ja. Also ich glaube, wir haben überhaupt keine Ursache, was jetzt geschehen ist nach dem 24.2., dass die Ukraine nicht das Territorium ist, was ja praktisch auch von 99% der Länder in der Welt anerkannt wird. Wissen Sie, sogar China hat ja die Ukraine nicht anerkannt, dass es russisch ist. Also Genau, es ist auch noch mal wichtig festzuhalten. Dann würden Sie also sagen, das heißt und bedeutet, die Ukraine muss gewinnen, sie muss Kiew
und Entschuldigung, muss die Krim zurückkriegen. Also die, vor allem darf, glaube ich, die Ukraine nicht verlieren. Wenn die Ukraine verliert und Putin gewinnt, dann steht Putin vor Polen. Und ich glaube, das Einzige, das müssen wir auch sagen, das, glaube ich, den Menschen Sicherheit gibt, jetzt sehen wir in Schweden und Finnland, ist die NATO. Mhm. Und ich bin kein halb begeisterter Mensch immer gewesen von der NATO. Aber das ist aber der einzige Schirm, die einzige Garantie, die wir den Menschen geben können. Und ich glaube nicht, dass Putin einmal die NATO angreift. Ich will auch noch etwas sagen zu China. Ich glaube, China hat ein wichtiger Punkt gemacht. China hat das Veto eingelegt bei Putin gegen die Benutzung von Atomwaffen. Stimmt. Und das, glaube ich, kann nur ein Land wie China fertigbringen. Das bringt vielleicht kein anderes Land der Welt fertig. Mhm. Vielleicht will er die aber ja auch gar nicht einsetzen, der Wladimir Putin. Und wir sind jetzt bei der Frage, Ben Hodges, wir müssen das verstehen. Diese Offensive hat eine irrsinnige Bedeutung. Hinter ihr steht ein irrsinniger Druck. Was glauben Sie, was glaubt Ben Hodges, wird die Ukraine in dieser Offensive schaffen können? Ich glaube, dass das Ziel dieser Offensive daran liegt, die Krim zu isolieren, also die russischen Verteidigungslinien zu durchdringen bis zum Asowschen Meer und damit die Isolation der Krim zu beginnen und dann mehr langstreckenfähige Präzisionswaffen an den Start zu bringen, damit die Krim auch unhaltbar wird für die russischen Streitkräfte, die im Augenblick noch auf der Halbinsel der Krim sind. Also die Schwarzmeerflotte beginnt schon damit, sich zurückzuziehen, weil es diese Sorge gibt. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie die Ukraine dieses Jahr, vielleicht sogar bis zum Ende des Sommers, es schaffen könnte, die Krim zu befreien. Der Donbass, das kommt später. Bachmut, das ist im Augenblick nicht von strategischer Bedeutung. Aber wenn die Ukraine es schaffen sollte, auch alle Kräfte um Bachmut herum zu besiegen, das würde im Augenblick nichts ändern. Aber die Befreiung der Krim, das würde alles ändern. Ost- von Südflanke und eine Möglichkeit zu schaffen, die Krim abzusperren. Heißt das auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Ben Hodges, dass für einen dann möglichen Frieden der Westen akzeptieren würde, dass Teile von Donetsk und Luhansk an Russland fallen? Nein, was ich sage, ist, dass nachdem die Krim befreit worden ist, ich nicht glaube, dass es im Kremlin noch viel Enthusiasmus für die Vorstellung gibt, die ärmeren Regionen Donetsk und Luhansk behalten zu wollen. Aber ich sage, das kommt halt später. Die Krim ist wirklich entscheidend, weil die Ukraine nie sicher sein wird, solange russische Streitkräfte sich dort aufhalten. Das ist wie ein Dolch, der im Bauch der Ukraine steckt. Und wir wissen, dass auch die großen Investoren, die größten Investoren, sich nicht am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen werden, wenn sie glauben, dass Russland wieder angreifen könnte, vielleicht in nur wenigen Jahren. Nochmal die Frage, die wir versuchen zu verstehen. Warum sagt auch David Petraeus, dass die US-Amerikaner zu vorsichtig, um nicht zu sagen übervorsichtig waren? Also für unser Verständnis und für Ihr Verständnis, wenn das so entscheidend ist und wenn Sie recht haben mit Ihrer These, dass auch die Zukunft Europas und wahrscheinlich der Welt davon abhängt, warum sind wir dann immer noch zögerlich? Ich wünschte, ich hätte eine Antwort auf diese Frage. Aber die US-amerikanische Regierung macht sich natürlich Sorgen um eine mögliche russische Eskalation und die mögliche Verwendung einer Nuklearwaffe. Ich glaube, es gibt die Sorge, aber die ist vielleicht ein wenig übertrieben. Aber das mag ein Teil der Erklärung sein. Ein weiterer Teil ist, dass ich daran glaube, dass China hier eine Rolle spielt. China ist da in der Kommunikation auch mit der Regierung. Ich weiß das natürlich nicht tatsächlich, aber ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum diese entsprechenden Regierungen dann nicht sich durchringen können, zu sagen, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Natürlich, dass Russland verliert. Das ist, und das, so steht das gegenüber. Und das muss man, glaube ich, ganz klar anerkennen. China versucht sozusagen die Stimme der Vernunft zu spielen gerade, die Stimme der Vernunft zu sein, zu sagen, man muss doch vernünftig sein, an den Verhandlungstisch kehren. Die Punkte, die Thewissen angesprochen hatte aus dem 12-Punkte-Plan, sind aber natürlich auch nicht alle Punkte, sondern da steht auch ganz viel drin zum Ende des Kaltkriegsdenkens, das man endlich ablegen sollte. Da ist ganz viel Attacke gegen den Westen auch dabei. Es geht vor allen Dingen um unilaterale Sanktionen, die ganz dringend aufgehoben werden sollen, die würden doch niemanden weiterführen. Also ich glaube, man muss das auch ein bisschen in der Gesamtheit betrachten.
Es ist tatsächlich diese Balance, die versucht wird hier. Aber die chinesische Position ist ganz klar. Man hat nicht umsonst eine sehr enge Partnerschaft mit Russland, die über den Krieg enger geworden ist. Und ich glaube, das ist auch in der Dynamik ganz wichtig nachzuvollziehen noch mal. Man hätte zu die jedem konnten Zeitpunkt sich nicht, historisch nicht immer gut leiden. In der Tat. Ganz vorsichtig zu sagen. Die Machtverhältnisse hat sich auf den Kopf gestellt. Das ist ja auch keine Partnerschaft. Ich meine, wenn man sich anguckt, was das Verhältnis zwischen Russland und China heute ist, kann man da nicht von Partnerschaft reden, sondern im Prinzip ist Russland abhängig von China geworden. Und wird in einer immer Form abhängiger. Ja. Und das ist das, glaube ich, was man von der Dynamik her sehen muss. Und das ist gut für Chinas Sicherheitsinteressen. Mhm. Es gab seit den 1920er Jahren nicht so wenige Soldaten an der russisch-chinesischen Grenze. Wenn man sich überlegt, dass China immer von Russland überfallen wurde, dann ist das gut, wenn Russland schwächer ist. Mhm. Aber vor allen Dingen, wenn man auch einen guten Draht hat zu dem Führer, der dort vor Ort ist, und wenn man Stabilität gewährleisten kann. Der erste Wirtschaftspartner der Europäischen Union ist China. Ja, also auch der Ukraine, das ist, aber das ist, glaube ich, das Volumen ist dasselbe wie zwischen Amerika und China. Und für uns in Deutschland ist es der größte bilaterale Handelspartner. 2000 Milliarden am Tag. Wir sind bei einer sehr engen Wirtschaftsbeziehung, die offensichtlich eben auch Macron noch mal thematisieren wollte, als er jüngst ausgerechnet in China war. Das waren im Übrigen für diese Situation, in der sich die Welt befindet, natürlich auch dramatische Sätze, dass Frankreich, dass Europa gerne möchte, dass wir nicht zu Vasallen oder Mitläufer der US-Amerikaner werden. Kommen wir auch gleich noch mal. Ich wollte einmal nach Peking und der chinesischen Sicht auf diesen kommenden Frieden schauen. Was wäre für China denn akzeptabel, außer der Wunsch, dass Wladimir Putin möglichst das Jahr 2024 noch im Amt erleben möge? Ja, also es geht um die als Stabilität. Lösung in der Ukraine. Die Stabilität in Moskau ist wichtig, die Stabilität Russlands ist wichtig. Welches Territorium die Ukraine an Russland dafür abgeben muss, das, glaube ich, kann man aus Peking sehr pragmatisch sehen. Denn man wird gute Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen danach wieder aufbauen können. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass man eine Rolle im Infrastrukturaufbau danach hat. Das sind die Dinge, wo man Interesse daran hat. Es gibt durchaus Schulden, die die Ukraine im Vorfeld vor dem Krieg bei China gemacht hat. Da kann man dann ja auch noch mal zu Deals kommen danach, was den Wiederaufbau angeht. Also da sind ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Aber genau wie das Territorium verteilt ist, ich glaube nicht, dass das Peking da irgendeine Perspektive darauf gibt, was da besonders wünschenswert ist. Aber die Frage, was ist inakzeptabel für Russland? Und wenn die Krim inakzeptabel für Russland ist, dann gehört das eben dazu. Mhm. Und wir sind, Jürgen Trittin, noch mal genau bei der Frage, was sagt der Außenpolitiker der Grünen, wann hat die Ukraine gewonnen? Das hat die Ukraine zu definieren, und das ist die Antwort, die Sie von jedem verantwortlichen Politiker kriegen. Dass und das, was die Ukraine dann sagen kann, hängt von unserer Unterstützung ab. Ja, und wir haben unsere Unterstützung in einer beispiellosen Form geleistet, und wir haben dabei klargestellt, wir geben das, was wir geben können, damit ihr euch selbst verteidigen könnt, und wir tun nichts, wo wir in eine direkte militärische Auseinandersetzung mit Russland reingetrieben werden. Das ist die Abwägung, die gemacht wird, und ich finde, dafür sind wir schon relativ weit gekommen. Und wenn ich sehe, was jetzt passiert da mit denen, wo Sie sagen, das sind keine Nadelstiche. Ja, es ist die Fortsetzung des Erfolgsrezepts der Rückeroberung, die die Ukraine ja schon erreicht hat. Nämlich, es waren erfolgreich, weil man den Rückraum unter anderem durch die größeren Reichweiten der Artillerie, die aus Deutschland gekommen ist, und HIMARS-Raketen aus den USA, weil man auf diese Weise die Russen daran hindern konnte, sozusagen nachzuziehen an der Stelle. Und genau das findet jetzt statt. Was, wenn das ist die Vorbereitung. Die Ukraine verliert? Denn es wird auf gar keinen Fall noch mal eine so erfolgreiche Offensive werden, wie die aus dem Sommer des letzten Jahres bei Kharkiv. Wenigstens sind sich da die... Ich habe in diesem Krieg so viele Prognosen von Militärs und Menschen, die sich für Militärexperten gehalten haben, gehört. Und man kann sagen, der obergroße Teil war nicht zutreffend. Zum Beispiel ist diese Offensive in der Form, die im Sommer stattgefunden hat, von vielen, jedenfalls von den Diensten. Jetzt aber die Lage ganz anders. Wir haben den Russen viel Zeit gelassen. Ja, und wir haben gleichzeitig ganz viel dafür getan und ganz viel geliefert, dass die Ukraine heute mit Panzern, mit Artillerie und Ähnlichem ausgestattet sind. Und deswegen bleibe ich bei dem Satz, es hat die Ukraine zu entscheiden. Wir müssen sie in
eine Situation reinbringen, dass ein Ende dieses Krieges nicht sozusagen ihnen aufdiktiert wird. Katrin Eigendorf schüttelt schon mal den Kopf. Nein, ich glaube nicht, dass das die Ukraine alleine zu entscheiden hat. Denn die Tatsache, dass wir die Ukrainer so massiv unterstützt haben, also dass der Westen, die NATO, die Europäer die Ukraine so massiv unterstützt haben, haben wir aus einem gewissen Interesse getan. Und wenn wir sagen... Das wäre aber richtig. Ja, wir müssen eine Situation erreichen, dass wir nicht einen offenen Konflikt im Kern Europas behalten. Also dann haben wir ja im Prinzip Nahostverhältnisse, wenn wir jetzt praktisch uns Ruhe erkaufen für falsche Kompromisse. Also dass die Devise... Aber dafür habe ich jetzt nicht plädiert. Nein, aber trotzdem denke ich, es ist nicht eine Frage, die alleine die Ukraine entscheidet, sondern es muss eine Situation hergestellt sein, dass Russland die Ukraine nicht mehr angreift, dass die Souveränität und Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Denn sonst haben wir einen offenen Konflikt, der immer weitergehen wird. Und das kann nicht im Interesse Europas sein. Deswegen glaube ich, das ist alternativlos, dass wir zu einer Situation kommen, dass Russland militärisch so weit in die Ecke getrieben werden muss, dass Putin, und ich glaube, man sollte nicht glauben, dass ein Frieden ohne Putin unmöglich ist. Ich glaube, ein Frieden ist auch mit Putin möglich und das müssen wir einfach... Ben Hodges hat schon gesagt, dass er weiß, wie häufig das Argument der Atomraketen von Wladimir Putin in den Mund genommen wird. Und natürlich kann sich am Ende Putin darauf auch zurückziehen, dass er sie hat. Wird dann in Zukunft Europa danach trachten müssen, Ben Hodges genauso atomar aufzurüsten, wie es ja beispielsweise die Idee von Emmanuel Macron ist? Well, of course, Europe does have nuclear weapons. Nun, natürlich gibt es auch nukleare Waffen in Europa. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, die Allianz, also die NATO, ist ja eine Allianz mit nuklearen Fertigkeiten. Und das hat auch geholfen, den Frieden für so viele Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Was ganz wichtig ist, ist, wie wir auf die fortdauernden Drohungen aus Russland zur Benutzung einer Nuklearwaffe reagieren. Das ist sehr unverantwortlich für ein dauerhaftes Mitglied des UN-Sicherheitsrates, beständig mit Nuklearwaffen zu drohen. Ich glaube, dass es natürlich ein gewisses Risiko gibt. Es ist sehr gefährlich. Die haben Tausende von Nuklearwaffen und ganz offensichtlich, ich schert es sie nicht, wie viele Unschuldige sie töten würden. Aber ich glaube nicht, dass sie solche Nuklearwaffen einsetzen würden. Ich glaube, sie sehen diese Nuklearwaffen nur als nützlich, wenn sie sie nicht benutzen.